Noah gegen Alexander Holt. Eine Fünftklässlerin gegen den bekanntesten Richter im deutschen Fernsehen. Justitia ist auf meiner Seite. Noah, 11 Jahre behauptet, ich kenne mich mit den Artikeln des Grundgesetzes besser aus als Richter Alexander Holt. Noah und Alexander bekommen im Wechsel einen Artikel und einen Absatz aus dem Grundgesetz genannt. Sie müssen dann dazu den genauen Gesetzestext vortragen. Wer mehr Artikel richtig benennt, gewinnt das Duell. Noah beginnt. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Noah beginnt. Und wir fangen an mit Artikel 38 Absatz 2. Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. Das war aufs Wort genau die richtige und korrekte Antwort. Dein erster Punkt, Noah. Alexander, für dich die erste Aufgabe. Artikel 14 Absatz 2. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Dem ist nichts hinzuzufügen. War im Grunde ein Heimspiel, das ist nämlich meine Lieblingsvorschrift, das ist die kürzeste Rechtsnorm im deutschen Recht. Eigentum verpflichtet, eine kürzere als mit 2 Wörtern gibt's nicht. Und zugleich kann man da unheimlich viel drüber reden und drüber nachdenken. Okay, also es bringt dir den ersten Punkt, es steht 1:1 und wir kommen zur zweiten Aufgabe für Noah. Artikel 54 Absatz 1. Der Bund ist Eigentümer der Bundesautobahn und den Wald und den Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich. Nee, das war leider falsch. Artikel 54 Absatz 1 ist, der Bundespräsident wird ohne Aussprache von der Bundesversammlung gewählt. Ah. Wählbar ist jeder Deutsche, der das Wahlrecht zum Bundestage besitzt und das 40. Lebensjahr vollendet hat. Ja, das hatte ich noch so im Hintergedanken als Zweiter. Da dachte ich mir, nee. Ach. Ja, ne? Aber es ist noch nichts entschieden. Ne? Aber das bringt mich gerade dazu, du wurdest mal vorgeschlagen als Bundespräsident. Das wäre noch ein Heimspiel gewesen. Ich war vor einem Jahr genau in der Situation. Also mal schauen, welche zweite Aufgabe wir für dich hier parat haben. Zweite Aufgabe für Alexander Holt. Artikel 104 Absatz 3. Jeder wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung Festgenommene muss spätestens am Tag nach seiner Festnahme dem Richter vorgeführt werden, der ihm die Gründe der Festnahme mitteilen, ihn vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen geben muss. Der Richter muss unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl erlassen oder die Freilassung anordnen. Das war definitiv nicht der kürzeste aller Artikel, aber das war richtig. Ich habe natürlich geschaut, dass nichts gefehlt hat, aber es war alles dabei, was in dem Artikel und dem Absatz niedergeschrieben steht. Zweiter Punkt für Alexander Holt. Serge Gnabry hofft, denn er hat auf Alexander gesetzt. Sah früher gut aus im Fernseher. Ja. So, nur deine dritte Aufgabe. Es geht um Artikel 66. Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein besoldetes Amt, kein Gewerbe und kein Beruf ausüben und nicht Leitung der Leitung des Bundes ohne die Erlaubnis des Bundestages
kein auf Erwerb gerichteten Unternehmen angehören? Ja. Also ich lese mal vor, wie es genau war. Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. Hat sie doch gesagt. Hat sie genau so gesagt, ja? Ach so, ja. 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 Also wir haben ja... Wir haben ja nicht von Wort werkgetreu gesagt, sondern sagt, es muss alles drin sein, was inhaltlich dazugehört. Also, Punkt für Noah. Alexander. Artikel 5, Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absolut richtig. Ganz entscheidender und wichtiger Paragraph des deutschen Grundgesetzes. Der Paragraph, nach dem Pressefreiheit und Meinungsäußerung geregelt ist. Richtig. Und der nächste Punkt für Alexander Holt. Noah, nicht das Lächeln zwischendurch vergessen. Artikel 3, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Absolut korrekt. Vierte Aufgabe für Noah, richtiger Punkt. Alexander, jetzt ist es an dir. Und hier ist deine letzte Aufgabe. Artikel 114 Absatz 1. Der Bundesminister der Finanzen hat dem Bundestag und dem Bundesrat alle Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden im darauffolgenden Rechnungsjahr zur Entlastung der Bundesregierung, jetzt habe ich einen Knopf im Satzbau, Rechnung zu legen. Ja. Genau so. Ja. Alexander, das war korrekt. Und damit ist das dein vierter Punkt. Und damit haben wir eine Entscheidung. Alexander Holt gewinnt das Grundgesetzduell. Super hast du es gemacht. Super. Ich glaube nur, in diesem Falle gibt es keinen Grund, traurig zu sein. Denn da waren die Berufsjahre vielleicht ein bisschen entscheidend. Aber du hast das wirklich toll gemacht. Und du hast gezeigt, wie viel du davon weißt und wie gut du dich auskennst. Und gegen Alexander Holt zu verlieren, ja, das geht mal. Ne?